Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zum Folgepart dieser Aufnahmesession von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind hier noch im Vessir-Reich 2 Rift Level. Und weil es so viele Gegner hier hat, wollen wir noch ein bisschen weitermachen hier. Aber was ist hier? Hier ist auch Stinkekammer. Käsereich. Ja, aber hier hat es nicht so schöne Gegner. Ja, ganz und gar nicht. Okay, dann brechen wir das ab. Wir haben ja noch zu tun. Ja, okay, die werde ich noch besiegen. Wie viel kommen noch? So, jetzt. Wir müssen ja noch die Schlüssel suchen. So, das möchte ich reinlegen. Und dann nicht vergessen den Legendary Plan reinzumachen. Insbesondere unter Schmiede. So, ich möchte noch kurz hier reparieren. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Mauer der Menschheit, legendären Schild. Ein legendärer Schild. Ein Knochenschild. Oh, ist das krass. Leider hab ich nicht die gute Klasse für den. Mauer der Menschheit. Ja, werde ich jetzt mal auslassen. Nicht kräften. Geh noch kurz alle Sachen weg. Kann ich immer schauen. Ah, ich habe den Setplan. Ah, ich muss dort das Register aufmachen. So. Zwei Oase von Dalgur. Gucken wir mal. Betrete die uralte Höhle. Aber eben, wir machen nicht Kopfgeld-Quests. Darum ignorieren wir das. Oh, Grüße. Gut, dass ich den Regen eingesetzt habe. Ach komm. Abhauen. Schön. Ah, wir sind schon im Norden. Okay. Ah. Ein Event. Da kommt noch ein anderer. Auch ein legendärer Gegner. Dankeschön. Wirklich toll. Ich habe so viel von diesem Elektrozeugs gefressen, dass ich gestorben bin. Ei, du. Das ist doch mal für eine Frechheit. Ich sollte den Gegner nicht vielleicht sofort frontal angreifen mit einem Fernkampfcharakter. Oh.
Da oben ist ja mal ein Eingang. Schimmig, ah, das ist der kleine Keller. Schlammiger Keller. Jetzt glaube ich immer ein Epic-Gegner. Ja. Das sind nur die Diener. Komm mal. Wo bist du? Da ist er. Ja, gute Arbeit war das. Da hat sich jemand barrikadiert. Das sieht man gut. Zu viel Wasser ist reingekommen. Ah, das Event hier. Das haben wir erst kürzlich auch gehabt. Nächster Gegner. Da drüben ist wieder ein einzigartiger Gegner. Wo bleibt mein legendärer Gegenstand? Der wird mal wieder fällig und nicht kein Plan, bitte. Wölfchen. Prima in die Ecke getrieben. Das war schön von euch, Wölfchen. Tick, Trick und Track. Cerberus. Aufgeteilt. Nein, kein Eisbus. Oh Gott, ein Doppelfrieser. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht gern. Das habe ich einfach nicht gern. Das habe ich nicht gern. Das habe ich nicht gern. Ich hab das nicht gehört. Stirb endlich, du Kotzbrocken von einem Gegner. So, der Schlüsselwächter, wo bist du? Ach, ich will mal wieder hier hin rein. Könnten wir eigentlich jetzt nachher machen, nach dem Schlüsselwächter. Ich will einfach mal wieder dort rein. Ich bin so extrem oft da vorbeigegangen, aber nie rein. Ich muss jetzt mal da rein. Als heutiger Rift-Ersatz. Also von diesem Part. Ich mich nicht in jedem Part ein Rift machen. Da ist er, oder? Nein, das ist ein anderer. Ich brauche den Schlüsselwächter. Gebt mir den Schlüsselwächter, Schlüsselwächter.
Ach, was ist denn das für ein Kackgegner? Zäh wie Kaugum. Oh, toll. Wir haben neue Armschienchen bekommen. Na? Sieht komisch aus. Klein. Wickel des Tragul. Oh, Heilbrunnen füllen jetzt auch die auch sämtliche Ressourcen wieder auf und reduzieren alle Abklingzeiten um 57 Sekunden. Jene, die dem Gleichgewicht dienen und es beschützen, sollen für immer und ewig unter dem Schutz des Wächters stehen. Auszug aus den Büchern von Kalan. Aha. Gebt mir jetzt diesen Schlüssel, Wächter. Nein, 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 nein. Batman. Ich mag keine Schlangen. Ja. Kommt in meinen Regen. Ich kann einfach mal nichts machen. Das ist so geil. So, hey, langsam wird's wirklich langweilig. Da, nein. Ach, Menno. Ich schaue immer auf blau aus und das sind die Champions halt auch. Lalalala, die nächsten komischen Kotzbrocken. Wir zermanschen sie regelrecht. Verfütten sie an die... Wie heißen die, die Schlangen... Ding da. Ich glaube Schlangentöte heißen sie die Tiere da. Das ist so irgendwas. So kleine Frettchen. Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber irgendetwas mit Schlangen und Töte oder so. Und dann gibt es ja noch die Vielfraße, die Wolverines. Ja, Blendproof. Ah, es gibt ein Frettchen-Pad. Das ist unser Wolverine, wenn wir alle Pads haben. Da ist er ja. Auf dich habe ich gewartet. Genau, auf dich. Er ist ein bisschen zickig. Vielleicht muss ich ihm mal das Mund stopfen. So. Gut, zwei Ringe. Was ist denn hier oben? Ah, das ist das Rakani-Schuh-Event. Mit dem Nachfolger von Rakani-Schuh. Sozusagen. Da ist er. Rakanischer Avatar. Avatar sind doch die, die etwas also ja. Wie soll man das dazu sagen? Ja, die etwas einfach ein Geist sozusagen, der über eine Persönlichkeit wacht oder so. Also jetzt gehen wir in das scheiß Kaff da. Ho!
Gut. Also Legendary finden, abgehakt. Schlüsselwächter töten, abgehakt, aber nichts gedroppt. Kein Schlüssel gedroppt. Set, Ding, Pläne, Legendary Pläne abgehakt. Aber ich will noch mehr finden. Das ist in diesem Part. Ich sehe blöde Flammenwächter. Ah, da haben wir neue Bücher zum Lesen und vorgelesen bekommen. Haben wir hier unten. Sehr schön. Wir greifen lodernder Wächter an. Okay. Dann besuchen wir sie doch. Ah, da sind sie. Schon tot. Noch einer lebt. Gut gemacht. Wir vernichten alles. Ah, die nächsten sind schon hier. Schön, dass die Türme noch hier sind. Sehr lohnenswert irgendwie dahin. Die trostlose Sande könnten wir auch mal gehen. Da gibt es auch ein paar Spots, die recht gut sind zum Farmen. Also eben, ich weiß jetzt nicht, was das so viel ausmacht, ob jetzt Drifts tausendmal besser sind zum Farmen. Ich denke nicht, aber sind ziemlich gut halt, auch wegen der Abwechslung. Aber ich möchte einfach nicht immer in den Rifts farmen die ganze Zeit. Sondern halt mal ein paar Farmspots von den alten Dingen. Von alten Patches aufsuchen. Ah. Ist fertig. Noch rechts entlang. Ich kann die alle leicht töten. Die sind mir einfach zu wenig gut. So, noch hier oben schauen. Ich mag den Umhang. Auch wenn er nicht ganz so ist, wie ich ihn gern hätte. Er ist trotzdem sehr toll. Bisschen weniger Rundungen.
Wäre schön gewesen. Ah, du gehörst zu dem. Verstehe. Was? Hex der Gierige. Ich brauch Damage. Ah ja, in den Trostlosen Sanden gibt's so ein Glücksrad Questzeugs, da möchte ich noch alle Dinge haben. Alle Richtungen des Event, aber das bringt mir hier nichts, weil hier sind ja alle resettet. Ach Mist. Das werden wir auf jeden Fall dann in der Session mal machen. Du musst auch noch zugehen. Ich mach das überhaupt nicht mehr. Trostlose Sande. Ich nehme nicht mal mehr die Belohnung entgegen. Ach, was bin ich denn? Schon so verwöhnt. Grüße. Komische Vögel. Ah, das ist das Muschellabyrinth oder was soll ich denn sagen? Spiralenlabyrinth. Das ist kein Labyrinth, das ist eher. Man geht rein, gerät in eine Falle, muss sich wieder rauskämpfen. Diese Wölfchen. Früher waren die Flammen, also diese, das sind jetzt Schwefelwesen. ja, Flammenwächter waren extrem stark und da bin ich ein paar Mal wegen denen gestorben auf Inferno. Oder war das Hölle? Ich weiß es nicht. Aber Flammen waren die einfach nur extrem stark. Da hat Blizzard etwas bisschen in der Statistik vertauscht oder so. Hat einfach nicht gecheckt, dass es so viel Damage macht, gell? Schwer, weißt du? Ich sehe zwei Elite. Ach komm. Möchte ich nicht, das will ich nicht. Also geht weg. Meine Tasche ist zu schwer. So, weg damit. Muss ich wieder Sachen verkaufen? Also zuerst mal dieses Teil. Weg. Dann hier die Reagenzien. Ich kann gar nicht glauben, was die Leute alles wegwerfen. Wollt ihr etwas davon kaufen? Oh, Schuhen. Guter Ring. Ist nicht schlecht. Dann halt nix. Gehen wir einfach weiter. So. Ich möchte gerne das Portal finden.
Champions, oder? Nein, das waren keine Champions. Das war ein eingefrorener Käferschwamm. Das ist die falsche Höhle. Also das ist die Höhle. Ach, geht weg, komische Vögel. Okay, das ist dann die optionale Höhle. Manchmal auch eine zweite Höhle hier. Wusch. Kaputt mach. Kaputt mach. Aber die ist eigentlich nicht. Das ist auch so eine modrige. Ja. Oh, hier ist ein Zauberbuch. Rain, singing in the rain. Ich weiß, was ihr machen wollt. Jetzt hört auf. Oh Gott, blöde Kombination. Teleportation und den Feuerketten. Haha, ihr habt zu wenig Leben. Gut, die sind schlau. Die haben extra eine neue KI bekommen, also die KI wurde editiert. Oh, das kenne ich doch, das Event. Oh, noch besser. So ein Schmarrn. Also echt mal. So, jetzt kommt der Razuzu. Hallo Razuzu. Sind Sie der Nächste auf meiner Todesliste? Hm? Deadliest 5. Das dreimal der Bösartige. Hallo? Willkommen in meiner Castingshow des Todes. Sie wollen sich ein bisschen zur Ruhe setzen? Können Sie haben. Also zeig mir mal jetzt dieses Portal. Wir töten gerne rum. Oh, da sind sie. Auf euch habe ich gewartet. Ihr habt einfach ein Ding, einen Kollegen in den Stich gelassen, hä? Ja. Boom, 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 boom. Boom, da, da, zap, boom, 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 da, zap. Bla, bla, bla. So, was sagt man denn dazu? Dankeschön für das Portal.
Nein. Nein. Ich möchte ein bisschen alleine bleiben. Ach, dieser Fernansturm schon wieder. Schrecklich. Okay, Elite wählen. Sonst ist das Gewölbe hier immer voller Elite-Gegner. Wo sind sie jetzt? Hallo, hab eine Vermisstmeldung. Ich suche Elite-Gegner. Sie sind goldig. Haben eine goldene Aura. Und nerven blöd herum. Wer sie gesehen hat, bitte zu mir leiten. Ich habe eine Rechnung offen. Kille, kille, kille. Wir killen alle Gegner. Kille, 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 kille. Wir killen alle Gegner. Nö, 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 nö. Katzenklo, Katzenklo, macht alle Katzen froh. Macht die Katzen froh. Katzenklo. Oh, das nervt. Autsch. Ich benötige Hilfe. Ich benötige Hilfe. Ich benötige Hilfe. Oh Gott. Ich wollte nicht stecken bleiben dort. Im Laser. Mit dem Laser vernichte ich die Menschheit. Dr. Evil. So. MK2. Nächster Halt. Philippinen. Oder Hawaii. Besser. Von Honolulu. GTA Madrid war mal krass. Das Video kam erst kürzlich in den Websites halt, News-Schnips-Webs, stehen es überall, das war so krass, also die haben den Trailer in Real Life nachgemacht, das war mal richtig krass, müsst ihr mal gucken. Einfach GTA Madrid bei YouTube eingeben und findet ihr das Video. Eigentlich passt Madrid sehr gut an LA, also Los Santos. Hat einfach nicht so hohe Häuser und viele Hochhäuser. So glaube ich nur drei ganz hohe. Und der Rest ist alles ganz niedrig. Sieht extrem hässlich aus. So, ja, hier haben wir. Gut. Der Part wird langsam lang. Also irgendwann, also in 2-3 Monaten oder so, lade ich über eine Stunde lang Video.
Weil mein Internet wird irgendwie besser. Das hat sich alleine in den letzten 2-3 Monaten um 20.000 Kilobyte pro Sekunde verbessert. Weil ich natürlich auch sehr viel zahle. Und gerade unser Dorf gut angeschlossen wird, also Glasfaser und so Sachen. Und dann bekommen wir kostenlos, weil wir das höchste Abo haben, kostenlos natürlich Daten mehr. Weil der Unterschied zwischen Billig-Abo und Profi-Abo ist sehr gering. Dafür ist der Geld, den wir zahlen müssen, natürlich der Unterschied sehr hoch. Also wir müssen sehr viel zahlen für unsere schlechte Leistung. Dann bekommen wir gratis natürlich eine riesen Erhöhung, weil eben Swisscom, der Anbieter von mir, die Dinge, die Netze ausbaut. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit in der Schweiz. Oder sollen wir lieber sagen, ja, wo war Helvetia gut? In der dunklen Zeit, Antike. Wir sind nicht mehr in der Antike. In der Klassik. Viele sagen einfach Klassik. Aber das heißt die dunkle Zeit, weil dort schwarze Pest war und Barbaren, alles mögliche, Mongolen-Invasion. Und der Zerfall des Römischen Reiches. Okay. Machen fertig. Machen Party jetzt fertig. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ein bisschen Spaßding, ein bisschen unterhaltet und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit unseren drei Wölfchen. Die sind so schnucki. Die haben so eine schöne, niedliche Aura. Und sehen gar nicht mal so bösartig aus. Zum Schmusen. Also, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler.